Aber sie hat noch nicht bekommen, weil sie hat nicht betend. Wir müssen immer in diese Zeit, in diesem Raum, wo wir nur uns und Gott sein, mit er, mit dem ganzen Herzen sprechen. Mit dem ganzen Herzen mit Gott sprechen. Er kennt unsere Herzen. Er prüft unsere Herzen. Und auch unsere Gedanken. Unsere Nieren. Er prüft das. Wir können nicht verstecken, was wir fühlen. Er kennt das. Und er erwartet, dass wir sprechen. Er erwartet, dass wir auf ihn vertrauen. Und in dieser Zeit, wenn unsere Herzen, unsere Seelen, unsere Geheimnis ist bereit, unsere Ohren sind offen. Nicht die normale Ohren, sondern unsere heilige Ohren sind geöffnet von das Gottes Wort hören. Ich lade unseren Pastor Stefan, dass Gott spricht unser Leben durch er. Halleluja. Gott will die Einheit seiner Volke. Und auch, dass wir in die Wahrheit bleiben. Halleluja. Liebe Vater, in diesem Moment, wir beten für unseren Pastor Stefan. Er spricht durch er in unser Leben. Heiliger Geist, sei du in er. Alles Worte, das von seinem Mund rauskommt, bitte, dass dein Wort sein und nicht sein Wort, sondern dein Wort, Gott, in er. In Jesus' Namen, unsere Herzen sind bereit und auch unsere Seele von das Essen, diese Essen, was du für uns gab, für uns in diesem Tag hat, Gott. Wir sind bereit für das Nehmen. In Jesus' Namen. Amen. Herzlich willkommen zum heutigen Wort, das wir in Daniel 1 finden, Propheten Daniel, Kapitel 1. Ja, die Zeit, wo Daniel das geschrieben hat oder die Zeit, die sich dreht, ist ja, als Israel, das Volk, gefangen in Babylon ist. Und es ist auch an das Volk, das in Gefangenschaft ist, gerichtet, ja, Hoffnung zu geben. Die Pläne Gottes für sein Volk und für die Menschheit offenbart und somit auch Hoffnung gibt. Wir sind heute im ersten Kapitel. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir heute da sind, dass wir von dir, von deinem wunderbaren Wort mehr hören dürfen an diesem Tag. Und segne jeden Einzelnen mit deiner Botschaft, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.
Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda, und einige Gefäße aus dem Haus Gottes, die ließ er ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes bringen, und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sagte zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und den vornehmen jungen Männer auswählen, die nicht gebrechlich werden, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die geschickt wären, am Hof des Königs zu dienen und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Der König suchte junge Männer aus dem Volk, den vornehmen Kindern Israel, die, sage mal, die Messlatte des Königs war sehr hoch, denn er sucht nicht nur, dass sie schön und stark sind physisch, sondern auch vernünftig, weise, klug, verständig und geschickt werden und somit alle guten Voraussetzungen haben, am königlichen Hof zu dienen und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Der König bestimmte im Vers 5 für sie auch, was ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von seinem Wein, den er selbst trank, damit sie so 3 Jahre erzogen würden und danach von dem König dienen sollten. Interessant ist an dieser Stelle auch, dass die Jünger von Jesus auch 3 Jahre lang mit dem Herrn gelernt haben. Und diese jungen Männer aus dem Stamm Israel sollen auch 3 Jahre lang bereitet werden, die Sprache zu lernen und dann erst in den Dienst vor dem König zu kommen. Und man kann jetzt das sehen im Vers 6, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaria von den Kindern von Juda ausgewählt wurden. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania, Shadrach, Michael, Meshach und Asaria Abednego. Ihre Namen wurden auch geändert. Und das ist auch oft, glaube ich, in der Bibel können wir das sehen, dass der Herr Menschen oder Männer bereitet und für sie, für ihren Dienst ihnen auch dann andere Namen gibt. Wir kennen ein berühmtes Beispiel, was Jesus gemacht hatte, den Saul zum Paul. Ja. Abraham wurde umgeändert. Simon Pedro. Israel. Viele wurden sozusagen mit einer neuen Identität, mit einem neuen Namen hineingeführt in die Berufung. Ja. Und im Vers 8 kommen wir also zu dem Teil, das eigentlich heute Teil der Botschaft ist. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Und Daniel hat sich das im Herzen vorgenommen. Er hat sich vorgenommen, im Herzen sich nicht zu verunreinigen von der Speise oder von dem Wein, den der König ausgesucht hatte. Denn das war ja im Vers 5 so, dass der König täglich von seiner Speise, das was er zu sich nimmt, ihnen geben würde. Und wir haben Jesus, der gesagt hat von sich aus, er ist das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Und Gott gibt uns auch täglich
unser Brot, unsere Speise. Wir können täglich hinein in das Wort Gottes, das uns rein macht. Da ist es genau umgekehrt. Wir können uns reinigen lassen durch sein Wort. Aber Daniel hat sich vorgenommen, dass er sich von diesem unreinen Essen, das der König isst, nicht verunreinigen lassen werde. Und er hat sich das im Herzen vorgenommen. Und es geht dann im Vers 9 weiter. Und Gott gab es dem Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer wohlgesonnen und gnädig war. Also wir haben auf der einen Seite Daniel, der sich das im Herzen vornimmt, und aber auch Gott, der den Vorgesetzten von Daniel dafür Gnade gibt. Ja? Denn im Vers 10 sehen wir, der oberste Kämmerer sagte zu Daniel: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Dank bestimmt hat. Wenn er sehen würde, dass eure Gesichter jämmerlich aussehen als die der anderen jungen Männer, dann brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Und der Kämmerer fürchtet sich vor dem irdischen König, vor seinem König, vor seinem Vorgesetzten, und hat gesagt zum Daniel: Daniel, wenn du das Essen nicht isst, ich habe Angst, dass du schmächtig wirst, dass du schlecht ausschaust und dass ich dann mit meinem Leben bezahle, weil ich ja verantwortlich bin für euch. Ich bin verantwortlich, dass ihr gut genährt werdet von der Speise des Königs. Und jetzt haben wir den Daniel, der sich vorgenommen hat, nichts zu essen. Der Kämmerer, dem sein Leben davon abhängt, dass sie essen. Und da sagt Daniel zum Aufseher, dem obersten Kämmerer, Daniel, Hanania, Michael und Asaria anbefohlen hatte: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns Gemüse zu essen geben und Wasser zu trinken. Und nun sagt dieser Daniel einen Kompromiss: Mach mal einen Versuch. Wir 4 essen 10 Tage lang Gemüse und trinken Wasser, und den anderen gibst du die Speise des Königs. Und nach diesen 10 Tagen schaust du dir das an, und zwar das steht im 13er, und dann schau dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer an, die von der Speise des Königs essen, an. Und je nachdem, was du sehen wirst, handle weiterhin so mit deinem Knechten. Der Daniel ist da sehr vertraut. Er geht hinein in einen Wettbewerb, 10 Tage. 10 Tage Gemüse und Wasser gegen 10 Tage Speise des Königs. Und wir sagen das immer wieder auch, das ist der erste vegetarische Wettbewerb. Und Daniel hat gewonnen. Er gehorchte ihnen in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach diesen 10 Tagen waren sie schöner und wohlgenährter als alle Jungen, die von der Speise des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre verordnete Speise und den Wein weg und gab ihnen Gemüse. Da freuen sich nun alle Vegetarier. Alle Vegetarier fühlen sich bestätigt mit ihrer vegetarischen Speise. Sie freuen sich, wir haben gewonnen. Ja, und das Interessante ist, dass der Daniel sich das im Herzen zuerst vorgenommen hat und dass er dadurch auch den Aufseher, der ja den Befehl des Königs hatte, damit überstimmen konnte. Das heißt, ich vermute nun, dass wir aus dem Herzen heraus uns Dinge vornehmen können
und somit andere damit überzeugen können. Aber es geschieht zuerst in unseren Herzen. So wie Daniel. Daniel hat sich das vorgenommen, aber es gab auch einen wichtigen Punkt, und zwar den Vers 9, dass Gott auch die Gnade dazu gibt. Wohlgesonnen. Das heißt, er hat auch das Gelingen dazu gegeben. Das heißt, im ersten Schritt nehmen wir uns was im Herzen vor. Dann, wenn es Gottes Wille ist, gibt Gott Gnade dazu und auch das Gelingen. Und dann wird es ausgeführt. Okay? Und im Vers 17 steht jetzt da: Und diesen vier jungen Männern gab Gott Klugheit, Verstand für vielerlei Schriften und Weisheit. Daniel aber gab er Verständnis in allen Visionen und Träumen. Und das Interessante ist, dass Gott bei denen so wirkt, dass im Vers 20 nämlich: Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, die er sie befragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Also die Weisheit, die Gott diesen vier gegeben hat, waren sie 10-mal klüger und verständiger als alle anderen Sternendeuter und Weisen im ganzen Reich von Babylon oder Babel. Halleluja. Und alles begann eigentlich, dass Daniel treu eigentlich den Worten, die ja für das Volk Israel oder für das Volk Gottes auserwählt waren, treu geblieben ist. Er hat gesagt: Okay, ich bin zwar gefangen weggeführt worden, unser Reich ist gefallen, unser König ist gefangen weggeführt worden, aber ich bleibe treu meinen Aufgaben, die ich vom Herrn bekommen habe. Und ich glaube, das war eines der Charakteristiken, warum Daniel auch gut gewirkt hat in den Händen des Herrn. Dass er mehr bekommen hat. Denn Daniel war zuerst im Kleinen treu. Er hat zuerst im Kleinen gesagt: Nein, ich will mich nicht verunreinigen von der Speise. Und Schritt für Schritt wurde er gesegnet durch den Herrn, bekam Gnade, wurde Klugheit und Verstand gegeben und auch die Schriften und Sprachen, beziehungsweise auch die Visionen und Träume. Alles diese Gaben bekam Daniel vom Herrn. Amen. Was können wir uns mitnehmen aus dieser Schrift? Ja, wir können uns diese Dinge im Herzen zuerst vornehmen. Gott wird uns das Gelingen geben und die Gnade und Menschen uns wohlgesinnen. Und dann gelingen uns auch Dinge. Dann gelingt unsere Arbeit, dann gelingt auch, wenn wir evangelisieren gehen, oder das Wort weitergeben. Gott wird uns das Gelingen daraus geben und uns segnen. Amen. Ja, Herr, ich danke dir für das heutige Wort. Danke, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort, dass du uns Gnade gibst, dass du Menschen wohlgesonnen uns auf dem Weg gibst, Vorgesetzte oder ja, egal, unsere Nachbarn. Danke, dass du uns da Gelingen gibst, auch in unserer Familie. Dass wir da im Kleinen treu sind und dass du uns dann über Größeres setzt. Herr, lass uns diese Treue mitnehmen in unser tägliches Leben, in unsere tägliche, ja, Gedanken und in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Aleluya, Dios es bueno, amén. El Señor es bueno, es justo, es fiel.
estamos gozosos. Gott ist gut. Gott ist treu. Halleluja. Und wie Daniel, wow. Gott sucht mehr Menschen wie Daniel, wie Michael, wie Hanania und Azaria, ich kenne alle Namen auf Spanisch, aber das ist gut, wenn die Menschen, die Gottesmenschen, wie die Daniel, diese Entscheidung nehmen. Nicht, was die hier, die gleich, was die Menschen in die Welt machen möchten, sondern etwas anderes. Nicht gleich wie die Leute hier, sondern etwas anderes. Eine Differenz machen. Das sucht Gott. Dass er zuerst sein, die Priorität in das Leben, in unserem Leben sein. Die Entscheidung, wie die Daniel genommen hat, die gleiche Entscheidung wir nehmen. Nicht ersuchen, nein. Nicht machen oder nicht nehmen, was diese Welt no tomar lo que o no contaminarse, como se dice, no contaminarse con las cosas del mundo, ni von unreinigen lassen von dieser Welt. Amén. Aleluya. Preist den Herr für diese Wort.